Die Welt ist immer fantastisch. Es gibt viel zu sehen im Elefantenkino. Macht es euch bequem. Die Welt ist immer fantastisch. Und du bist dabei mit tollen Abenteuern. Vorhang auf und Bühnen frei. Was ist denn das? Für Knöpfchen ist es ein tolles Schwert. Genau. 1:0. Du klaust den Marienkäfer? Ist es eine Brücke, auf der er balancieren kann? Das stimmt. Für die Hexe Emilia ist es ein Kochlöffel. Ja. Oh, köstlich. Für Rudi, den Außerirdischen, ist es ein Minigolfschläger. Und so ein sehr guter. Für Lisa. Ist es eine Angel? Yippie! Für Herrn Müller? Für mich ist das einfach nur ein Stock. Aber für Norbert, Herrn Müllers Hund, ist es das schönste Spielzeug der ganzen Welt. Mensch, Nobby! Wieder einmal wollten Patsy und seine Freunde eine Reise machen. Wenn sie sich bloß hätten entscheiden können, wohin? Und wie wär's mit Pingonesien? Nein, ohne mich, da ist es doch viel zu windig und viel zu kalt. Stimmt, genau. Aber ich mag Kälte. Ich nicht. Dann muss ich immer den doofen Schal anziehen, den Mama mir gestrickt hat. Und der kratzt so grässlich am Hals. Als wir Dormos nach Feuerland fuhren, musste ich eine Wollunterhose tragen. Die juckte auch ganz schrecklich. Aber dann, als wir zum Äquator fuhren... Das ist die Idee. Wir fahren zum Äquator. Ja, Äquator, Äquator. Was ist eigentlich ein Äquator? Jeder weiß doch, was ein Äquator ist. Aber ich nicht. Weißt du es denn, Pelle? Klar doch. Ja, was denn? Weißt du, das ist zu kompliziert. Kann ich dir jetzt nicht erklären. Du weißt es ja selber nicht. Hört auf! Wir werden den Äquator schon erkennen, wenn wir dort sind. Ahoi! Und so machten sich Patsy und seine Freunde auf den Weg zum Äquator. Was immer das auch sein mochte. Was war denn das? Keine Ahnung. Lasst uns nachsehen. Wieso hat hier jemand eine Wäscheleine gespannt? Und wie sollen wir darüber kommen? Weiß ich auch nicht. Aber bestimmt können wir darauf prima Seil tanzen. Los, kommt mit. Was meinst du? Ist das nicht sehr gefährlich? Nein, bestimmt nicht. Oh, weia, das ist ja schwieriger, als es aussieht. Oh. Hör auf, Pingo, es wackelt zu doll. Die Falle! Oh, Besuch.
Freunde. Das ist König Neptun. Guten Tag, Jungs. Was treibt euch denn in diesen Teil der Welt, hm? Wir wollen zum Äquator, aber dieses Seil ist uns im Weg. Das ist doch der Äquator. Was? Die Wäscheleine? Ätsch, du hast es nicht gewusst. Der Äquator ist eine Linie, die rund um die Erdkugel führt. Sie trennt die obere Hälfte von der unteren. Und warum hast du diese Riesenmistgabel dabei? Das ist keine Mistgabel, sondern ein Dreizack. Den brauche ich, damit ich die Schiffe unter dem Äquator durchlassen kann. Hätten wir das früher gewusst, wären wir nicht pitschnass geworden. Regen kommt auf. Alle Mann unter Deck. Aber das ist doch gar kein Regenseebär. Mit diesem Bad im Meer haben die Jungs gerade ihre Äquatortaufe bestanden. Äquatortaufe? Aber ich heiße doch immer noch Patsy, oder? Klar, keine Sorge. Bei meiner eigenen Äquatortaufe niemand da... Niemand bekommt einen neuen Namen. Aber als getaufte Söhne des Meeres könnt ihr den Äquator von nun an überqueren, wann immer ihr wollt. Vielen Dank, Majestät. Und wenn du mal in unsere Gegend kommst, bist du herzlich zum Pfannkuchenessen eingeladen. Pfannkuchen? Hat da jemand was von Pfannkuchen gesagt? Also, ich hab Hunger. Ich auch. Lasst uns schnell nach Hause fahren. Gute Idee. Wiedersehen. Mach's gut, bis bald, Majestät. Patsy und seine Freunde sind immer gern auf Reisen. Doch mindestens genauso gern kommen sie zum Pfannkuchenessen nach Hause zurück. Mama, der Äquator sieht genauso aus wie deine Wäscheleine da draußen. Nur ein kleines bisschen länger. Aha. Ja, und wir sind sogar getauft worden. Sagt mal, habe ich euch schon von meiner Äquatortaufe erzählt? Da war ich auf der Reise nach... Nach Feuerland, als die Wollunterhose gekratzt hat. Stimmt. Woher weißt du das? Thank you.